2002 den ersten Red Bull X-Fighter Stop in Madrid. Seitdem ist er für Dani Torres ein Idol. Mal schauen, was der alte Mann noch drauf hat. Sein Comeback also hier in Dubai. Und er hat im Training schon gezeigt, dass er auf jeden Fall noch nicht eingerostet ist. Der hat's noch drauf, zeigt das auch mit einem seiner Signature Tricks. Ein riesiger Whip. Das hat man im Training und im Qualifying von ihm gesehen. Also 6 Tricks jetzt in 2 Minuten. Die Fahrer können sich das sehr, sehr gut einteilen und gut taktieren, wann sie einen Trick zeigen, wann sie das Publikum anheizen wollen. Backflip mit einer Indie-Kombination. Und da legt Toronteras gleich richtig los. Whip ohne Füße. Ja, die Landung war nicht ganz No-Hands. Da streckt er danach seine Hände nach oben, um zu jubeln. Das wird die Jury nicht als No-Hand-Landing werten. Und hier nochmal Superman-Combo. Und Toronteras weiß, er muss das Publikum animieren, er muss hier für Spaß und gute Laune sorgen, nicht nur bei den Judges, auch bei den 20.000 in der Arena. Ein Sprung noch offen, dafür genug Zeit und das ist eine schöne Kombo zum Abschluss. Seine Freundin findet es auch ganz großartig, damit sagt er laut und deutlich, ich bin zurück in der Arena. E.T.